Klein a ist die Ladung Q in der Zeichnung hierunter positiv oder negativ. Klein b zeichne den Vektor E Index B. Gefragt wird also, ob diese Ladung Q positiv oder negativ ist, und gefragt wird auch, den Vektor E Index B zu konstruieren. Beginnen wir mit klein a. Wir setzen am Punkt groß A die elektrische Ladung von einem Coulomb und erkennen in der Zeichnung, dass diese Ladung Q diese positive Ladung abstößt. Demzufolge muss die Ladung Q ebenfalls positiv sein. Jetzt kommen wir schon zu klein b und setzen an diesem Punkt b die elektrische Ladung von einem Coulomb. Wir wissen, dass diese positive Ladung Q diese positive Ladung von einem Coulomb abstößt längs dieses Radius. Wir wissen auch, dass man eine elektrische Feldstärke durch diese Formel berechnet. Wenn wir die Distanz zwischen Q und A klein r nennen, dann ist die Distanz zwischen Q und B, je nach dieser Zeichnung, zweimal klein r. Die elektrische Feldstärke E Index B ergibt also durch diese Formel die Konstante K0 mal die elektrische positive Ladung Q geteilt durch den Abstand 2 mal R im Quadrat. Der Nenner, das ist 4R Quadrat. Also ist dieser Bruch ein Viertel von diesem Bruch. Und dieser zweite Bruch, das ist genau die elektrische Feldstärke EA. So, was also bedeutet, dass der Vektor E-Index B, den wir suchen, genau ein Viertel mal so lang sein muss wie der Vektor E-Index A. Und das bedeutet, dass der Vektor E-Index B dieser ist.